Hallöchen und willkommen zurück zu Clanvolk, der Überlebenssimulation, in der ich Menschen töte. Massenhaft Menschen töte. Du kochst du jetzt? Warte, was? Weißt du was? Ich mache jetzt mal hier sammeln. Aufgaben sammeln. Alles entfernen. Oh, alles entfernen ist natürlich praktisch. Leben sammeln? Nee, ich möchte gerne Beeren sammeln. Beeren. Irgendwo. Beeren. Okay, es gibt hier keine Beeren mehr. Das ist schwierig. Gibt es denn noch Pilze? Pilze. Pilze. Da gibt es noch Pilze. Guck mal. Doch alles voll Essen hier. Die Natur gibt dir alles, was du brauchst. So, geht Pilze sammeln. Nur du holst den Kram. Hier brennt alles, das ist schwierig. Irgendwie drumherum habe ich das Gefühl, fliegen einfach Funken und brennt einfach alles nieder. Sollte man vielleicht einen Steinboden machen oder sowas? Ich lerne jetzt für den nächsten Durchlauf. Es wird nochmal einen zweiten Durchlauf geben. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich einfach lernen möchte daraus. Aus dem ganzen Stissel hier. Den ich kaputt mache. Ich möchte gerne hier mehr Platz haben. Lagerzimmer muss auf jeden Fall viel größer. Haus muss ich auch zwei Räume machen. Mit einem Steinboden oder sowas. Dass ich da dann halt das Lagerfeuer hinstellen kann. Warum werden keine Aale gefischt? Was ist das Problem? Boah, 37%. Arbeitstempo 10%. Mal 38%. Aha. 100%. Okay, das steigt dann quasi. Hier liegen jetzt Pilze. Beeren liegen hier. Hier liegen Häuser. Sieht aus wie Aal. Noch mehr Pilze. So, kann ich denn hier irgendwas... Mit nur gekochten Aal. Oh, warte mal. Es gibt eine Henne. Da ist die Henne. Warte mal. Kann ich die einfangen? Ich würde jetzt mal... Ich probiere jetzt einfach mal einen Zaun zu bauen. Das ist jetzt... Okay, this is only test. Gehen wir mal hier. Man konnte noch Bau... Felswand, Flechtwand, Flechtzaun. So. Wenn ich jetzt mal hier sage, so... Büb. 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 Und dann gab es doch hier noch dieses. Bürofenster? So. Und dann hätte ich hier gerne noch eine. Da. Dann hätte ich eigentlich ganz gerne noch Wände. Wir bauen jetzt hier richtig. Ja, wir bauen jetzt hier richtig auch eine Schraube. Muss ja auch nicht so groß sein. Ach doch, muss schon. Bisschen Angst habe vor dem Lagerfeuer, das ich reinbaue. Es wird hier alles schief gehen. Ich sag's jetzt schon. Denn ich werde hier gleich meine Küche reinballern. Und das wiederum wird heißen, dass ich eingeschaltet Baum. Wird heißen, dass das wahrscheinlich alles abfackelt. Baumstammwand. Kann ich nicht. Oh, halt. Kann ich so ein schönes Log bauen. Freischalt Lüfter. Wie Lüfter gleich noch. Was ist denn. Also, ich meine, ich weiß, was ein Lüfter ist, aber wie soll das denn hier funktionieren? Türen und Fenster. Bürofenster, Lüfter. Kriegt Wärme von Raum zu Raum. Ach so. Kann geöffnet oder geschlossen werden. Okay, cool. Das ist natürlich super.
gerne hier. Dann haben wir es nämlich immer schön warm drin. So. Und dann hätte ich gerne noch einen Strohvorhang hier. Boden und Wege, Steinboden. Hier Brennbarkeit. Flammbarkeit, keine. Keine? Keine. Okay, dann reicht hier auch ein Erdboden. So. Dann will ich das Lagerfeuer nämlich da reinsetzen. Und hier würde ich tatsächlich sagen, das hier bis morgen warten lasse ich. Ich soll immer kochen, wenn es geht. Morgens natürlich auch. Die Aalfallen brauchen ganz schön lang. Ich glaube, ich brauche hier auch noch eine zweite. So, wir haben ein Fenster da drin. Wir haben Schlafplätze. Zwei zu viel. Wir waren von Anfang an sechs. Warum? So, hier wird jetzt hoffentlich Aal. Wurde jetzt hier Aal geholt? Ah, nee, wurde jetzt gebaut. Okay. Hier läuft es gerade. Wo sind wir? Muss ich dauern wirklich lange. 65%. So, genau. Laufen dann hoffentlich durch bis morgen. Und dann wird, wenn hier drei Aal fallen, gelootet. Braucht natürlich für den Raum relativ lang. Ich habe echt Angst vor dem Funkenflug hier. Ein Fenster bräuchten wir eigentlich auch hier drin, ne? Allein wegen des, nee, hier nicht. Hier, hier. Wegen der Abluft. Bin mir sicher, das wird es hier auch geben. Freigeschaltet. Lehmwand. Ja, ich finde, eine Lehmwand ist ein... Also, ich sag nur, ja. Ich stimme dem zu. Das wäre eigentlich das Beste für diese. Aber jetzt habe ich hier schon eine Strohwand. Scheiße. Warte mal, wie könnte hier aber das noch abbrechen, oder? So, abbrechen, genau. Strohwand. Der X war das, ne? Geh weg. So. Wo kann ich denn hier die Wand hier nicht mehr abbrechen? Das ist ja seltsam. Kann ich denn bei den Aufgaben irgendwas von wegen abreißen? Wände. Lehmwand. Reicht das für eine Küche? Eigentlich nicht. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht. Jetzt haben wir jetzt noch ein Lehmfenster. Nö. Ein Strohfenster. Das wäre von Raum zu Raum. Oh, okay. Ist Tageslicht in einen Raum, ja. So. Brauche jetzt mal hier irgendwie die Aufgaben abreißen. Irgendwas in die Richtung. Schon, fängt das schon mal an hier. Alles entfernen? Die Wand. Ich kann sie nicht mal anklicken, die Wand. Aha! Das macht mich ja irritiert. Zeigung, ich habe da eine Wand, die da weg muss. Excuse me? Wir haben auf jeden Fall die. Er nennt sich jetzt von rohen Pilzen. Heusam. Hm. Ich brauche wieder Äste, gell? Das war hier drüben irgendwo. Wir haben noch ein paar. Es regnet wieder. Fantastisch. Regen ist natürlich super. Fürs Kochen. Aber immerhin haben sie im Dach beim Kopf mit dabei. Da müssen nicht im Freien schlafen.
Ich würde die Henne gerne einfangen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache, aber we will see. Was ist das hier? Heranzoomen, aber... Achso, das ist, weil es nass ist. Ist das ein Problem, oder was? Ah, okay. Aber ein bisschen Vorsprung hier. Es ist wieder Nacht. Bei der Nacht springen wir vor. Also, ich kriege schon dieses coole Gefühl von sich so ein bisschen in der Natur seinen Platz schaffen, wie bei RimWorld. Es ist furchtbar komplex, man sieht es ja an der rechten Seite. Ich kann schon gar nicht, ich muss es schon hier, keine Nahrung, und wieder alles ignorieren hier. Ich hoffe, dass die Aale demnächst da geerntet werden. Und noch ein paar Pilze sammeln, eventually. Ja, ich weiß, alles Regen. Beeren. Sind wieder Beeren da? Nö, auch nicht. Hier sind noch ein paar Beeren. Hier oben bestimmt auch noch Pilze, ja. Ich verstehe gerade ein wenig, warum hier, warum wir keine Aale bekommen, aber... Also ich verstehe schon, warum wir keine Aale bekommen. Das dauert so lange. Ich habe es ja alles gemacht wie... Ja, jetzt müsste doch Aale gekommen sein, oder nicht? Es ist so dunkel. Ja, es kann natürlich nicht... Jetzt regnet es natürlich und es kann nicht... Kann nicht gekocht werden, glaube ich. Schwierig. Was fehlt hier? Erdboden braucht Zeit. Eine Hacke. Haben wir keine Hacke? Wir haben nur eine Hacke, oder? Aber wir können auch noch eine herstellen. Also, ihr könnt eine herstellen. Ich nehme. Ihr macht das. Ich finde mir hier gerade schon wieder mein... Es ist einfach so dunkel. Kann ich das irgendwo heller machen? Wir müssen mal gucken. Nicht hier. Nee, leider nicht. Da ist der. Steinhacke. Machen wir noch eine. Ich hätte gerne immer zwei auf Vorrat. Auf Nachfrage. Auf Nachfrage ist natürlich auch immer gut. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Auf Nachfrage ist eine gute Einstellung. Machen wir immer einen Vorrat von, weiß ich nicht, 30? So, ich weiß immer noch nicht, wie man diese... Ja, kann keiner kochen, ne? Scheiße. Kann's aufhören zu regnen, bitte? Ja, cool. Diese Wand nervt. Scheiße. Kann ich da eine Wand abreißen? Bau eventuell? Warte mal, Bau hier. Bau abbrechen, zerlegen. Da. Allgemeine Lagerzone. Okay, cool. Belegen, einpacken, Bau abbrechen. Soundhorse Ästen. Alter Bereich. Alter, ich muss erstmal ein Haus dafür bauen. Heuhaufen. Ich mach mich kirre. Dächer. Stroda.
fehlt hier jetzt? Äste. Äste. Ja. Kann ich das zusammen? Wie es einfach den ganzen Tag geregnet hat, ne? Das ist blanker Hohn, ist es. So. Deswegen habe ich vorgespult. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen schneller geht und dass hier mal der Aal gekocht wird. Tag 6. Na, schaffen wir die Woche noch? Bin mir nicht sicher. Ja, komm bitte jetzt kochen. Boah, jetzt kannst du doch kochen. Komm, wir haben einen rohen Aal hier. Ein Stück. Es ist sehr wichtig. Kann mir jemand sagen, warum der Aal nicht verkocht wird? Ich meine, ich habe der jetzt hier schon. Geht der denn? Ural. Muss gekocht werden. Ich verstehe nicht, warum nicht gekocht wird. Jetzt sind die alle verhungert. Ah. Es wird halt einfach nicht. Ich liege hier drohe Aal. Brennt der? Nee. Krankheit. Eieieiei. Alle verhungert jetzt hier. Weil der Aal nicht gekocht wird. Es wird nicht geliefert. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Schlange. Gekochter Aal. Auf Nachfrage. Aus. Mach jetzt einfach. Ich mache jetzt mal diese Automatisierung aus und sag, du sollst immer kochen. Nee, wenn ich kochen ist, wird überbewertet. Also Funkenflug scheint immer so ein Feld drumherum zu sein. Okay, ist mir gerade ein Rätsel, aber vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal ein bisschen besser hin. Die Leute verhungern jetzt hier alle haufenweise. Ich muss mal mich ganz kurz. Lagerzone. Leichenlagerzone. Hier? Dann haben wir hier Feuerblockade. So. Und dann hätte ich gerne die hier. Arbeits. Nahrung. Einmal in die Richtung erweitert. Und. Gerne. So. Jetzt hier, Moment, Lagerzone Feuerblockade. Müsste der Aal nicht zum gekochten Aal werden, solange wie der da gerade brennt. Es sieht halt so aus, als wenn er da brennt, aber der liegt halt einfach nur und stinkt wahrscheinlich. Die krepieren jetzt alle hier gerade. Damit liegt am Boden, ja, das ist jetzt alles. Keine Nahrung. Ha, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, das nächste Mal wissen wir, worauf wir uns konzentrieren müssen. Als erstes.
nämlich die ausreichende Planung der jeweiligen Gebiete, die doch ein bisschen größer sein müssen. Nochmal einer verhungert. Maggie ist verhungert. Ja, jetzt sind sie langsam alle hier. Wir haben nicht mehr viele. Es wird auch nicht... Es wird auch nicht weggeräumt, so, ne? Aber gut, jetzt sind es auch nicht mehr viele. Die sind auch irgendwie alle tot. Halb tot. Das Feuer wird ständig nachgefüllt, aber nicht gekocht. Jetzt! Jetzt kocht er! Ranald, komm, da ist noch Essen. Iss doch. Ja, jetzt sind wir doch zu dritt. Zu dritt? Ich glaube, zu dritt sind wir, oder? Jetzt kommt auf die Idee zu kochen? Was zur Hölle? Und wenn er abreißen kann, ich immer noch nicht. Im Steinbach gebaut? Ich wusste gar nicht, dass ich den Steinbach gebaut habe. Oh. Ich wollte eigentlich Strohdach bauen. Upsi. Ja, gut. Also ich möchte ungern schwarz malen, aber ich glaube, dass das ist es dann gewesen hier mit dem Clan. Ich weiß gar nicht, ob es schon sowas wie Zuwanderung gibt. Also dass dann, ob nur die Familie größer wird oder ob tatsächlich sollten da Leute dazukommen und sagen, hey, ich möchte mich euch anschließen, ähnlich irgendwie bei RimWorld oder Medieval Dynasty oder sowas. Das werden wir hoffentlich in der nächsten Runde sehen. Das mit dem Kochen ist mir... sehr suspekt, muss ich sagen. Auch weil hier irgendwie, obwohl das scheint nicht brennbar zu sein, ne? Ja, das ist ja verdorben einfach. Kein Problem. Okay. Schon in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Lass einfach den Aal verderben. Die einzige Nahrungsquelle, die wir haben und hatten. Auch dass es hier abgelegt wird. Ja. Ich ärgere mich darüber, dass das nicht gemacht wird, aber gut, es sind halt auch nicht mehr viele da, ne? Wir haben das Kind, das nicht arbeiten kann. Und wir haben noch Lakan, glaube ich. Ja, irgendwie so. Das kann nichts mehr werden. Naja, Tag 8. Hey, immer eine Woche durchgehalten. Na gut, ihr Lieben, dann machen wir an dieser Stelle, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, machen wir an dieser Stelle die Folge aus. Ich blende euch gleich nochmal eine Playlist ein, die ich ausgewählt habe. Außerdem noch ein YouTube-Video, das euch YouTube aussucht. Und natürlich den Link zu meinem Twitch-Kanal. Schaut doch gerne mal rein, wenn ich ein bis zweimal die Woche streame. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch da mal im Chat sehe. Ansonsten sehen wir uns bei Runde 2 wieder. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mal schauen, ob wir über Tag 8 hinauskommen mit mehr als nur 2 Bewohnern unseres Clans oder Mitgliedern unseres Clans. Lasst mir gerne ein Like da und ein Follow, falls ihr es nicht schon tut. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.